zu viele Treppen zum Chief Justice Büro. Ja, ich bin ja froh, dass er mir überhaupt erlaubt hat, dass ich das nutzen darf, wenn er nicht da ist. Ich habe ehrlich gesagt Burke auch noch nie drin gesehen. Oh, doch, ich ja. Haben Sie? Ja, habe ich. Okay. Hallo. Ja, die schreiben euch damals den 90 am Folgendes. So. Mr. Sullivan, wie angekündigt. Mehrfach. Der Termin, den Sie eigentlich um halb hätten, der wird ersetzt durch diesen Termin hier. Ja, das ja. Hatten Sie schon erwähnt. Ja. So. Richter John, darf ich? Ja, fangen Sie einfach mal an. Okay. Mr. Salem, wie geht's Ihnen? Gut, leicht kränklich, aber sonst läuft. Ja, dann erstmal gute Besserung, ja. Ja. Die letzten Wochen hat es ja den einen oder anderen aus den Schuhen gehauen. Mich eingeschlossen tatsächlich. Oh, ja. Das aber im September oder Oktober. Nun. Also, Sie hätten heute ein Gespräch mit dem Herrn Brubaker gehabt. Dieses Gespräch fällt aus. Der Grund, warum dieses Gespräch ausfällt, ist, weil wir miteinander reden müssen in diesem Triumvirat jetzt mehr oder weniger. Und es ist ja gar nicht so lange her, dass wir das letzte Gespräch geführt haben, Mr. Sullivan. Da können Sie sich sicherlich dran erinnern. Natürlich. Das letzte Gespräch haben wir geführt am 2.1., also vor 2 Tagen. Da war tatsächlich nicht Richter John bei mir, sondern da war Deputy Sheriff Hawkins bei mir. Thematisch, ich greife das jetzt einfach nochmal auf, ging es um eine Beschwerdesituation bezüglich der Intransparenz und Kommunikationsproblematik mit der DOA. So habe ich mir das aufgeschrieben. Und wir haben ja auch in der Vergangenheit schon mal ein Gespräch geführt bezüglich der Kommunikationsproblematik DOA-Staatsanwaltschaft. Und auch dieses Mal gab es eine ähnliche Schilderung ihrerseits. Und nicht ganz richtig, Herr Lynch. Ja. Wir haben uns einmal darüber unterhalten, die Kommunikation zwischen DOA Süd und DOA Nord. Das ist ein Unterschied, nicht zwischen DOA und der Staatsanwaltschaft. Okay, aber es ging um ein Kommunikationsproblem. Nee, richtig, genau. Da habe ich mich ja nur beschwert, dass sich DOA Nord und DOA Süd anscheinend nicht so gut riechen können und das eher kontraproduktiv ist. Das war das erste Gespräch, was wir irgendwann um Weihnachten rum hatten. Gut. Kurz vor. Ne? Okay, alles klar. So, und das Gespräch, was wir jetzt geführt haben vor 2 Tagen, da ging es um die Kommunikation, wie Sie gerade schon gesagt haben, zwischen Department of Justice, also Staatsanwälten, und DOA selber. Und Sie haben... Richtig, da ging es um die, explizit ja fast um Frau Dark und Kessel, ne? Ja, genau, explizit Dark und Kessel. Und da also, haben Sie gesprochen, dass es nicht sein kann, dass Informationen zurückgehalten werden im Zusammenhang mit Ermittlungen, wenn man besonders darauf explizit angesprochen wird. Das ist richtig. Gut, dann würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Nämlich ein paar Fragen stellen zu der Problematik, dass sich bei Ihnen wohl ähnliche Ressentiments bezüglich DOA-Mitarbeitern und Vertrauensvorschüssen, Bauchgefühlen stattfinden, wie Sie der DOA vorgeworfen haben. Explizit, ich werde mal ein bisschen konkret. Sie hatten am 23.12. ein Gespräch mit der Frau Wayne. Dabei waren Frau Dark und Herr Walker. Herr Walker, von Ihnen übrigens jemand, den kennen Sie vielleicht, das ist der Beamte von der DOA, dem Sie gesagt haben, er soll bitte nicht über die Ermittlungsergebnisse mit seinem Vorgesetzten sprechen, weil das nicht zulässig ist und er hat das nur mit Ihnen zu besprechen. Kennen Sie den Herr Walker? Ich kenne Herrn Walker, aber das ist so nicht korrekt, wie Sie das ausführt. Okay, das ist, aber was ist, wenn Herr Walker das ausführt? Dann hat Herr Walker das eventuell falsch verstanden. Was hat Herr Walker denn missverstanden? Ich habe Herr Walker explizit erklärt, dass ich ihm eine Verschwiegenheit auferlege gegenüber den anderen Beamten. Warum? Ja. Damit eben diese Operation, die geplant war, nicht nach außen dringt. Welche Befugnisse haben Sie bezüglich der Verschwiegenheit eines Beamten seinen Kollegen entsprechen und besonders seiner Vorgesetzten? Ich komme zu den Vorgesetzten. Ich habe ihm aber explizit erklärt, dass ich nicht über die Weisungsbefugnis seines Vorgesetzten gehen kann. Ja? Dass ich jemandem eine Verschwiegenheit auferlegen kann, das habe ich mal mit Herrn Chief Justice gesprochen, weil für so einen Fall wollte ich mich absichern. Habe das hypothetisch angesprochen bei Herrn Burke und er hatte gesagt, ja, sowas ist möglich.
Ich kann sowas tun, allerdings kann ich nicht über die Weisungsbefugnis von Chief of Police bzw. Dem jeweiligen Departmentleiter drüber gehen. Das heißt, Herr Burke hat mir explizit erklärt, wenn Sie oder der Leiter des Departments denjenigen explizit darauf ansprechen und sagen, er möchte Auskunft haben, muss er diese Auskunft immer erteilen. Das ist mir vollkommen bewusst und das ist auch so kommuniziert worden. Es ging mir explizit darum, dass diese Information nicht mit Herrn Brubaker, der zu diesem Zeitpunkt nicht Leiter der DOA war, geteilt wird. Warum? Weil das eventuell das Vorhaben gefährden hätte können. Und wo ist der Unterschied, dass eine Staatsanwältin, die sich als Mafiösin ausgibt, in Verbindung mit Mr. Walker ebenso nicht das Vertrauen der DOA hat, um Informationen zu halten? Wo ist da der Unterschied? Denn das ist der Gegenvorschlag, der Gegenzug, den ich Ihnen vorwerfen kann. Sie haben mir mal sehr interessante Sachen gesagt. Bauchgefühl von Castle gegenüber Dark. Ja, da gibt es zu Recht ein Bauchgefühl. Denn dieses Bauchgefühl hat wohl stattgefunden, weil es eine Ermittlungssituation gibt, wo Mr. Walker von der DOA und Miss Dark als Staatsanwältin oder Candidate oder ob sie schon Staatsanwältin war, sie ist ja seit 2-3 Wochen dabei. Übrigens sehr interessant. Sehr interessant, dass sie seit 2-3 Wochen hier ist und so in ihr Vertrauen gezogen wird. Aber ich bin noch nicht fertig. Also, es ist übrigens sehr, sehr interessant, dass sie ihre Maßstäbe dann außer Acht lassen, wenn sie hier dieselben Sachen durchziehen. Intransparenz und Informationen zurückhalten. Wie erklären Sie sich das? Das ist erstens, das kann man so sehen, Herr Lentsch, ja. Wie sehen Sie das denn? Ich muss allerdings erst einmal bedenken, dass ich eine andere Position hier ausfülle, ja? Was für eine Position führen Sie denn hier aus? Besonders wenn Sie ein Kollektiv bilden, das unabhängig von den zugehörigen weisungsbefugten Kollegen und Kolleginnen, also sagen wir mal Hawkins, Huckleberry, mir, Ermittlungsaufträge hat, die ein Einfluss darauf haben, wie Dinge geschehen können oder nicht geschehen können. Weil da werden ja auch Ermittlungsstände zurückgehalten gegenüber Kolleginnen und Kollegen. Und das ist richtig, gebe ich Ihnen auch recht. Es wurden da explizit Ermittlungsergebnisse gegenüber Herrn Brubaker zurückgehalten. Das ist richtig. Allerdings wurden sie zuvor mit Herrn Perkins geteilt, der damals Leiter der DOA war, weil es keinen Leiter gab zu diesem Zeitpunkt, wo das alles angeleiert wurde. Ja. Und danach wurde durch Herrn Walker, Herrn Brubaker kommuniziert, dass er erstmal die Sachen nicht weitergeben darf, weil ich das damals gesagt habe. Das ist korrekt. Ja. Okay. Allerdings ist natürlich Herr Brubakers Position in der letzten Woche eine andere geworden. Das ist auch richtig. Ich habe das allerdings, muss ich ehrlich sagen, auch gar nicht so mitgekriegt, dass es dort einen Wechsel gab. Und ich habe gesagt, ja, wir sagen erstmal nichts. Herr Brubaker hat sich dadurch natürlich auf den Schlips getreten gefühlt. Das haben wir gestern geklärt und wollte ich ja heute abschließend mit ihm klären. Es ist allerdings auch so, dass Herr Brubaker nie auf mich zugekommen ist und gefragt hat. Weil wenn ein Officer oder beziehungsweise wenn ein Officer auf Sie zukommt und zu Ihnen sagt, ja, Herr Sullivan hat mir da was gesagt, ich soll nicht drüber sprechen. So. Das müssen Sie mit ihm klären. Dann ist doch der nächste Schritt eigentlich, dass Sie zu mir ins Büro kommen. Ich weiß, es war jetzt ein bisschen schwierig, Weihnachtsfeiertage, nicht da und so weiter und so fort. Ja? Aber dann kommen Sie doch auf mich zu und sagen, hey, er war bei mir, er hat gesagt, ich bin jetzt ein Vorgesetzter, ich möchte gerne Auskunft haben, warum bekomme ich die nicht? Und dann klären wir das. Sie wollen mir erzählen, dass Mr. Brubaker Sie nicht darüber informiert hat, dass er die Leitung übernimmt und Sie nicht irgendwas von Bauchgefühlen erzählt haben, oder was? Wollen Sie mir das jetzt gerade ernsthaft erzählen? Ich habe gestern in dieser Besprechung das erste Mal mit Herrn Brubaker gesprochen. Okay, lassen wir es mal so stehen. Ich habe ihn vorher nicht kennengelernt. Vielleicht habe ich ihn mal im SD über den Weg gelaufen. Ja. Aber ich habe mich bis gestern mit Herrn Brubaker, hat er sich mich nicht vorgestellt als neue Leitung. Ich habe auch noch nie mit ihm in irgendeiner Weise so hergehend kommuniziert. Warum denn Walker? Was ist der entscheidende Faktor und was ist die ermittlungsspezifische Besonderheit bei Walker, abgesehen von der Tatsache, dass er mit Frau Dark zusammen ist? Er ist doch nicht mit Frau Dark zusammen. Nicht? Also laut meinem letzten Kenntnis. Also ermittlungstechnisch. Ermittlungstechnisch, ne? Sie, Herr Lentsch, Sie meinen ermittlungstechnisch zusammen. Ja, also jetzt ermittlungstechnisch oder privat? Ermittlungstechnisch. Also die haben keine Beziehung. Ne? Die wohnen nur zusammen zufällig. Achso, ja, das weiß ich. Was? Keine Ahnung. Ja, die wohnen zusammen. Aber ist egal. Das ist ja unrelevant. Das muss man ja wissen.
Ja, vielleicht ist die Beziehung von Frau Dark vielleicht doch relevant, aber naja, ist ein anderes Thema. Ah. Weil ich habe gestern erfahren, dass Frau Dark tatsächlich eine Beziehung eingeht mit der Ex-Freundin von Herrn Castle, die Herr Castle verlassen hat. Vielleicht kommen daher die Diskrepanzen. Ich glaube, die Diskrepanzen kommen daher, dass sie Frau Vane hier eingeladen haben, um sie zu, wie sagten sie so gut, auszunutzen? Was haben sie gesagt? Was haben sie gesagt bezüglich der Situation mit dem, sie muss einem Beamten... Dass sie missbrauchen muss, meinst du? Ja, 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 dass sie Und sie eine Beziehung mit einem Officer eingehen muss? Ja, war... Und dass es ja äußerst praktisch ist, dass sie mit Hawkins zusammen ist. Meinen Sie das, was ich genau in diesem Ton gesagt habe? Ja, ja, okay. Führen Sie mal aus. Ironie hört man überhaupt nicht raus, ne? Wollen Sie mich verarschen oder was? Ja. Wollen Sie mich verarschen? Sie bringen also im Rahmen Ihrer Arbeit hier ironische Untertöne und hoffen dann, dass die Beamten oder ihre untergebenen Staatsanwälte das heraushören, um dann eigene Interpretationen zu führen. Ist das Ihre Kernkompetenz hier? Herr Lynch, in dieser Konstellation... In der Konstellation Dark, Walker, Vane und Sie. Und Frau Vane. Ja, das ist ja merkwürdig. Wie kommt denn diese Konstellation zusammen? Sullivan, erklären Sie mir bitte, warum einfach. Sie zu viert hier sitzen, Frau Vane eingeladen wird und dann ganz ironisch gesagt wird, es wäre super praktisch, wenn sie eine Beziehung zu einem Officer hätte und diese Beziehung dazu führt, dass Personen rekrutiert werden können, die dann in Gewerbeeinheiten indoktriniert werden. Können Sie mir erklären, wie ironisch das ist und warum das ironisch ist? Das Problem ist, wie das da ausgeführt wurde, war deutlich als scherzhaft zu erkennen, ja? Okay, und was haben Sie denn gemeint? Haben Sie das Gegenteil gemeint? Sollte das nicht passieren? Ja, weil es war ein Scherz. Frau. Machen Sie öfter solche Scherze? Ja, durchaus. Warum machen Sie so eine Scherze nicht bei mir? Habe ich das noch nie gemacht? Ja, manchmal habe ich einen sehr trockenen Humor, der sehr oft falsch verstanden wird. Da muss ich vielleicht dran arbeiten. Ja, ja, da würde ich aber auch ganz dringend dran arbeiten. Ja. Also haben Sie das gesagt? Habe ich das gerade richtig verstanden? Sie haben es nur mit einem Unterton gesagt, dass man davon ausgehen muss, dass das ein Scherz war. Ich habe das so gesagt und wir haben das mit sehr viel Lachen und scherzhaft unterstrichen. Und so wie Frau Vane das vermittelt hat, hat sie das auch als Scherz aufgenommen, weil sie hat auch gelacht. Ja, genau. Also ist... ich habe mich dann auch sehr gewundert, warum sie dann am nächsten Tag auf einmal in meinem Büro stand und das bitter ernst genommen hat, dieses Gespräch, da war ich wirklich verwundert, weil ja, klar. Dieser Kontext hat sich mir gar nicht ergeben. Ich habe mich dann natürlich bei ihr entschuldigt, auch bei Herrn Hawkins entschuldigt, dass das überhaupt nicht meine Absicht war. Und wann wollten Sie mich ins Bild setzen? Weil das ist das, was Ihnen Hawkins gesagt hat. Sie sollen mich diesbezüglich ins Bild setzen. Richtig. Warum haben Sie das nicht vor 2 Tagen gemacht? Ganz einfach, weil die Planung, die wir hatten, nicht stattfindet. Und damit gab es keinen Grund mehr. Welche Planung hatten Sie? Die Planung über einen Undercover-Einsatz. Mit wem machen Sie Undercover-Einsätze? Da müsste ich jetzt ein bisschen ausholen. Wer macht bei Ihnen Undercover-Einsätze? Aktuell niemand. Wer sollte bei Ihnen Undercover-Einsätze machen? Es stand mal Frau Dark im Raum. Warum sollte Frau Dark bei Ihnen Undercover-Einsätze machen? Weil die sich so gut in Mafia-Kleidung macht? Ja, weil sie dafür die perfekte Person gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt. Das beantwortet meine Frage überhaupt nicht. Und wieso nicht? Ihr Plan war, sie in die Kanzlei Regan und Partner einzuschleusen. Nach ihrer gescheiterten Staatsanwaltkarriere hier, in ihre Kennedy-Zeit, die sie nicht geschafft hätte. Und so weiter, na, diese Geschichte. Problematik war dann nur, dass Herr Regan halt verstorben ist, ja. Und somit der Plan dann gecancelt wurde erstmal. Erstmal. Richtig, weil wir aktuell keinen Ansatz haben, um dort weiter so zu ermitteln, wie wir uns das gedacht haben, ja. Mr. Sullivan, diese Informationstransparenz Debatte, die Sie mir da vorgehalten haben, haben Sie zu einem Zeitpunkt vorgehalten, wo Sie sehr gut und sehr wohl wussten, dass das Problem nicht bei der DOA ist. Weil, können Sie sich erinnern, dass ich hier stand, und das habe ich vollkommen ernst gemeint übrigens, ohne ironischen Unterton, ich will das nochmal klar sagen und ich hoffe, Sie haben das auch so angenommen, dass ich in unserem letzten Gespräch mit dem Herr Hawkins neben mir, Ihnen gesagt habe, es klingt alles ein bisschen so, als läge das Problem bei der Staatsanwaltschaft. Ja, das haben Sie gesagt, ja. Ja, sowas nenne ich gutes Foreshadowing. Weil dieses Gespräch hier... Kann ich Ihnen aber so nicht ganz zustimmen, Herr Mensch. Nee, Moment, stopp.
Was Sie glauben, Sie hier zu tun, Sie übertreten ganz klar Kompetenzen. Ich mische mich nicht. Welche Kompetenz überträgt ich, Herr Lynch? Mr. Sullivan, Sie lassen mich entweder ausreden. Ja, Sie werfen mir das vor. Und ich werfe Ihnen vor, Sie übertreten Kompetenzen. An dem Punkt, an dem Sie DOA-Mitarbeiter, wohl wissend, dass es dort Diskrepanzen in Form von Führungskräften und Führungspersonalien gibt, einen Maulkorb aufsetzen und damit direkt Ermittlungen behindern. Direkt Ermittlungen behindern. Und wissen Sie, was eine direkte Behinderung einer Ermittlung ist? Ein COCP-Verfahren. Für den District Attorney. Das sehen Sie jetzt so, sehe ich allerdings nicht so. Das, was ich habe die Ermittlungen geleitet und gefördert, damit wir zu einem Ermittlungsergebnis kommen. Aber das ist der Grund, Sullivan, das ist der Grund, warum Sie mir hier eine dämliche, eine wirklich hochgradig... Sie halten jetzt den Mund, Sullivan! Sie haben mir hier vor 2 Tagen einen hochgradig dämlichen Argumentationsverlauf gegeben. Sie haben nämlich zu Recht die Frage gestellt, wie kann es denn sein, dass 2 Departments gleichzeitig an einer Sache arbeiten? Ja, wie kann das sein? Und der Grund, warum Sie es gesagt haben, ist, weil das Ihrer dämlichen Aktion hier dazwischen gekommen ist. Wenn Sie nämlich eine Ermittlung leiten und es gibt ein anderes Department, das eine Ermittlung leitet, was vollkommen normal ist, dann, wenn Sie dann Informationen zurückhalten, weil Sie der Ermittlungsleiter von jemand anders sind, dann machen Sie sich diesbezüglich der Behinderung dieser Ermittlung strafbar. Denn Sie teilen das nicht. Und darum ist das ein COCP-Verfahren meiner Meinung nach. Sie haben in diesem Stuhl nichts zu suchen. Sie haben die Beziehung zwischen Department of Justice, dem District Attorney, der Institution, die Sie hier repräsentieren, der Staatsanwaltschaft und dem Department, das ich ehemals geleitet habe, dem Department oben im County, irreparabel beschädigt. Irreparabel! Und dass Sie hier so arrogant sitzen und grinsen und denken, Sie hätten hier irgendwas ausklamüsert, was sie im besseren Licht erscheinen lässt, zeigt einfach nur diese gestörte Arroganz. Sie haben 2 Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, auf die Ratschläge, die Ihnen Richter John jetzt geben wird, zu hören und das abzuwarten, was morgen droht. Nämlich das Fazit von Mr. Burke. Denn der ist morgen im Haus. Auf Basis eines Termins, den ich wissentlich getan habe und getätigt. Denn das, was Sie hier versuchen zu vertuschen, bezüglich dieser ekelhaften Maßnahme, die Sie mit Wayne stattfinden haben lassen, nämlich ironischer Unterton, dass ein Polizeibeamter gerne in eine Beziehung involviert werden kann, und das ist ja alles ironisch gemeint, das spielt keine Rolle. Sie haben es gesagt. Und Sie haben es vor mir zugegeben und vor dem Richter. Und diese Art und Weise, Ihres Department zu führen, mit den Vorschlägen zu romantischen Beziehungen zu einem anderen Department, damit man da irgendwas indoktrinieren kann, das ist abartig. Und da kann ich mich nicht zurückhalten. Denn wenn ich, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, zu einem meiner Kolleginnen gehen würde und der ironisch sagen würde, dass sie ja mit meinem Staatsanwalt rausgehen kann, damit wir den einen oder anderen Fall vielleicht mal so oder so beleuchten können, dann würden sie vielleicht eventuell verstehen, warum ich damit so ein großes Problem habe. Und warum es eventuell nicht ausreicht, dass der ironische Unterton keine Rechtfertigung ist für das, was sie da sagen. Dass das alles im Scherz gemeint ist, das kann ja nicht wirklich funktioniert haben, wenn Sie selbst danach gesehen haben, dass Wayne Sie einmal selbst auf Anraten von Richter John konfrontiert, der übrigens Bescheid wusste, bevor ich Bescheid wusste, und einmal mit Hawkins. Und anstatt zu mir zu kommen und die Eier zu haben, das aufzudröseln und diese Problematik anzusprechen, sitzen Sie in Ihren komischen Besprechungen und werfen mir vor, dass ich nicht bereit bin, irgendwelche Abteilungen aufzumachen. Oder dass mir meine Mitarbeiter oder Mitarbeiter allgemein egal sind. Und kochen hier in ihrer eigenen Suppe herum. Was auch immer Sie damit vorhaben, lassen Sie das. Unterlassen Sie das. Aber jetzt ist es vielleicht eh zu spät. Hin oder her. Von wegen Transparenz. Das Department of Justice fordert Transparenz von der DOA. Nicht nur das Department of Justice, was Sie hier in Beruf bringen. Jeder einzelne Mitarbeiter, der hier drin ist. Jeder Staatsanwalt, jeder Candidate, jeder Richter. Das Department of Justice sind für uns die Staatsanwälte.
Wenn das Department of Justice solche Spielereien durchführt, wenn Staatsanwälte sich mit solchen Sachen auseinandersetzen, dann ist das schon, dann kann das für Staatsanwälte beschissen sein. Aber wenn der District Attorney solche Spielereien anführt, dann ist das verheerend. Weil sie glauben nicht, wie schnell sich sowas rumspricht. Wie schnell man das Vertrauen verliert. Es gibt nichts Wichtigeres, als das Vertrauen zwischen Staatsanwälten, zwischen den Department of Justice-Mitarbeitern und Mitarbeitern des Polizeidepartments. Denn wenn wir unsere Arbeit abschließen, fangen sie ihre Arbeit an. Und wenn wir das nicht richtig machen, was sie zu Recht monieren, wofür ich mich auch immer eingesetzt habe, dann versuchen wir, ihnen das so gut es geht zuzuarbeiten. Und das haben wir in der Vergangenheit getan. Sie sind zu uns gekommen. Wir haben die Akten versucht, besser zu machen. Sie sind zu uns gekommen. Wir haben versucht, klare Richtlinien zu äußern, wann ein Staatsanwalt hinzugefügt wird. Und das ist und das funktioniert gut. Und wenn es mal nicht funktioniert, dann machen wir es besser. Was sie mit dieser Aktion aber versuchen, ist einfach das Machtspielchen. Irgendwelche Machtspielchen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich dachte, ihnen ist nicht so langweilig. Haben sie nicht genug Fälle auf ihrem Tisch? Ich kann das nicht nachvollziehen. Allerdings, und das ist das Schlusswort, nachdem sie sicherlich noch was hinzuzufügen haben. Allerdings hören meine Befugnisse an ihrem Tisch auf. Aber da, wo meine Befugnisse aufhören, fangen die Befugnisse von Richter John an. Deswegen sind wir hier. Jetzt habe ich eine Menge geredet. Sie können sich gerne nochmal äußern und dann wird Richter John sicherlich was sagen. Ich bin jetzt erstmal ruhig. Ich kann Ihnen sagen, dass ich nicht versucht habe, da irgendwie eine große Diskrepanz zu schaffen. Ich habe lediglich versucht, diesen Fall, den wir hier haben, diesen großen Riesenfall, um den es uns sehr viel geht, ordentlich zu ermitteln und das Bestmögliche zu erreichen in diesem Fall. Ja? Ich habe den Fall an mich genommen, weil es dort Probleme gab, die daraus resultierten, dass Doha Nord und Doha Süd nicht miteinander kommunizieren. Das ist das, was ich bei Ihnen angesprochen habe. In diesem Fall ist einiges schiefgelaufen, deswegen habe ich diesen Fall an mich genommen. Ja? Die Ermittlungsleitung in diesem Fall habe demnach ich übernommen, was durchaus der Staatsanwaltschaft obliegt, Ermittlungen zu übernehmen und auch eigene Ermittlungen anzustellen. Und die Befugnis liegt bei uns zu sagen, wann eine Ermittlung abgeschlossen ist und was in dieser Ermittlung passiert und was nicht. Ja? Und auch die Staatsanwaltschaft kann ermitteln, ohne das Police Department und ohne die Detectives. Diese Befugnis haben wir. Ja? Diese Befugnis habe ich hier ausgenutzt, ja. Und ich habe Informationen zurückgehalten, ja. Allerdings ist auch nie, zu keinem Zeitpunkt, irgendjemand auf mich zugekommen und hat Informationsauskunft verlangt. Es wurde ganz klar, transparent gesagt, dass dort eine Informationssperre von mir herrscht. Es ist keiner hierher gekommen und hat dies angezweifelt, hinterfragt oder wollte Auskunft haben. Das ist nicht passiert, Herr Lynch. Von dem her, ja, ich habe diese Kommunikation blockiert, aber für mich sah das so aus oder den Eindruck, dass das für alle so okay ist. Denn es hat sich niemand bei mir darüber beschwert. Hat Mr. Brubaker gestern nach Informationen zu dem Fall gefragt? Gestern, richtig, ist Mr. Brubaker auf mich zugekommen. Ich habe ihm gesagt, okay, ich konnte ihn zu 100% verstehen. Ich habe ihm gesagt, naja, es ist sehr spät. Ich werde die Informationen jetzt mit Herrn Walker einmal zusammenkratzen und wir treffen uns heute und dann übergeben wir ihm die Informationen. Das resultierte daraus, dass es gestern halt schon 12:30 oder sowas war. Ja, und ich das einfach nicht mehr an diesem Abend durchkauen wollte, weil das stundenlange Gespräche wieder gewesen wären. Ja? Mr. Brubaker wäre heute um 21.30 Uhr über den Fall gebrieft worden. Briefen Sie mich. Dazu bräuchte ich jetzt Herrn Walker hier. Sie sind doch Ermittlungsleiter, Sie sind doch informiert. Briefen Sie mich. Sullivan, Sie sollen mich briefen. Ja. Ich kann Sie soweit briefen. Das Ganze hat angefangen mit den Leichen von Mary Jane Flint und Samantha Clerk. Sie erinnern sich an diesen Fall vielleicht. Die Problematik bestand darin, dass Samantha Clerk nicht Samantha Clerk war, sondern Mary Jane Flint, die eigentlich als tot galt. Sie erinnern sich vielleicht an den Gefängnisausbruch etc., der da stattfand? Ich kann mich an all das erinnern, ja? Ich weiß über all das Bescheid. Genau. Gut, diese Ermittlungen wurden aufgenommen seitens der Doha Nord und der Doha Süd. Zu diesem Zeitpunkt war ich da noch nicht mit involviert.
Dadurch, dass diese Ermittlungen von zwei verschiedenen DOAs ausgeführt wurden, somit auch zwei verschiedene Staatsanwälte mit involviert wurden, diese zwei verschiedenen Staatsanwälte haben sich dann irgendwann bei mir getroffen. Und dann ist mir aufgefallen, hey, da werden gerade doppelte Aktionen gleichzeitig gemacht. Und das macht keinen Sinn, dass zwei oder vielleicht sogar drei Leute ins MD rennen und sagen, sie brauchen DNA-Tests und so weiter und so fort. Ne, es gab da massive Doppelermittlungen. Dann habe ich mich in diesem Fall eingeschaltet und habe gesagt, okay, DOA Nord hat den Mordfall als erstes ermittelt. Ich übertrage dann oder ich bitte dann, dass die DOA Süd den Fall abgibt, die DOA Nord dort weiterentwickelt mit den zuständigen Staatsanwälten. Wer waren die zuständigen Staatsanwälte? Das war zu diesem Zeitpunkt Herrn Cunningham, Frau Dark als Candidate damals noch und seitens der DOA, glaube ich, nur Herr Walker zu diesem Zeitpunkt. Was genau wird da gerade ermittelt? Aktuell wird immer noch im weitesten Sinne der Tod von Mr. Regan ermittelt. Hängt dahin aber einher, dass Mr. Regan durch die Drogen, um genau zu sein, dieses Schlangengift anscheinend vergiftet werden soll. Erst wurde gesagt, er ist erschossen. Dieser Fall der eigentlichen Mordermittlung liegt aber bei der DOA Süd, bei Herrn Kessel. Ja, der macht er auch. Es gab dahingehend eine Überschneidung, dass eben Herr Regan mit dem Schlangengift vergiftet wurde. Und Herr Walker bzw. Frau Dark sind aktuell daran herauszufinden, wo diese Drogen herkommen, wie die wirken. Es gibt verschiedene Analysen, wir haben auch andere Substanzen gefunden und wo wir die beziehen können. Warten Sie mal, Sie isolieren einen Beamten von DOA Nord und eine Staatsanwältin, um herauszufinden, wo Drogen herkommen? Nee, das ist noch nicht alles. Ich hoffe doch. Der ganze Dunstkreis zieht sich ja weiter dadurch, dass Mr. Regan im Zusammenhang mit Meriwether steht, im Zusammenhang mit vollautomatischen Waffen, gepanzerten Fahrzeugen sowie auch Zugriff auf anderes militärisches Equipment hat. Dem hinzuge hat die Firma Meriwether, für die ja Mr. Regan arbeitet, beziehungsweise die sie gegenseitig für sie arbeiten, weitreichende Zugriffe. Das heißt, der aktuelle Ermittlungsstand ist, dass Meriwether Zugänge zu allen möglichen Systemen der Behörden hat. Ja? Sullivan. Ja. Das haben Sie wann ermittelt? Das war rund um die Zeit von Regans Tod. Sullivan, Meriwether steht in einem direkten, also ich, das tut mir leid, Ihnen jetzt hier Kartenslaus ein bisschen zusammenfallen zu lassen, aber wenn das Ihre Ermittlungsergebnisse sind, dann werden Sie gleich, soll ich mal pusten? Also, ich puste mal. Tom Regan, glaube ich, Vorname ist Tom. Mr. Regan hat mit Meriwether zusammen militärisches Material ausprobiert. Die haben nämlich auf den Herrn von den O'Neills Mike Hollecker aus Spaß geschossen. Wissen Sie, warum ich das weiß? Weil ich damit zu Chief Justice Burke gegangen bin. Und wissen Sie, was Chief Justice Burke gesagt hat? Meriwether ist schwierig, denn die arbeiten für die Regierung. Und ich meine nicht für die Los Santos-Regierung oder für das County im Norden. Die arbeiten für die fucking United States of fucking America. Und wissen Sie, was die auch machen? Die haben da so eine Insel, auf der amerikanisches Recht nicht gilt. Und wissen Sie, was die von der Insel aus machen? Sie können ja mal hingehen und denen sagen, dass sie Staatsanwalt sind. Sie können ja hingehen und sagen, dass sie District Attorney sind. Wissen Sie, was sie dann machen? Dann lachen sie die aus. Die lachen sie einfach aus. Der Grund dafür ist, dass das nicht unser Hoheitsgebiet ist. Und dass alles das, was sie glauben, hier ermitteln zu können, von dieser Insel passiert. Und damit ist das durch. Das ist, nein. Wenn hier bei uns im Staat Straftaten begangen werden, fällt das unter meinen Zuständigkeitsbereich. Ja, das ist korrekt. Passen Sie auf, auch wenn Straftaten nicht in unserem Staat begangen wurden, sind sie dennoch hier strafbar. Das heißt, wenn wir auf dieser Insel eine Straftat begehen, danach aber hierher kommen, können wir die festnehmen und für das vor Gericht ziehen. Wen nehmen Sie denn da fest? Das kann ich Ihnen aktuell noch nicht sagen. Der Verdacht liegt aktuell sehr auf eine Frau Greenwood, die anscheinend die Geschäfte von Herrn Regan und allem, was dazugehört, übernommen hat. Aber welche Geschäfte übernommen? Die hat eine Kanzlei. Ja. Ja. Sullivan, und genau ich habe, Hintergrund, Sullivan, ich passiert, habe auch super viel Verdächtige. Ich habe den ganzen Tag Verdächtige. Aber ich bewege mich auch in keiner utopischen Traumwelt.
Da gibt es schon genug Hinweise, Herr Lynch. Ja, natürlich. Richtig. Sie erinnern sich vielleicht noch an die manipulierten Akten von Herrn Regan? Ja, denn ich habe mit DevSec gesprochen, die diese Lücke in der Firewall geschlossen haben. Wissen okay, Sie nicht, oder? Dass Obduktionsberichte bei uns verschwinden und sowas, ist auch noch die Sicherheitslücke, die geschlossen wurde? Die Obduktionsberichte, die bei Ihnen verschwinden, das hat nichts mit dem Los Santos Police Department zu tun. Richtig, aber es gibt Grund für Ermittlungen, weil bei uns Sachen aus den Systemen verschwinden. Das, was es bei Sullivan, wenn Sie 1 und 1 zusammenzählen, dann sollten Sie nicht bei 5 rauskommen, sondern bei 2. Und 2 ist DevSec kontaktieren. Soll ich das für Sie machen? Ich glaube, das wurde sogar schon erledigt. Sicher? Müsste ich nochmal nachfragen. Ich glaube, das wurde durch das Legal Office geklärt. Ich verstehe noch nicht ganz, welche Rahmenbedingungen es rechtfertigen, eine undisclosed Ermittlung. Diese verdeckten Ermittlungen in der Lynch bezogen sich in erster Linie darauf, dort Leute einzuschleusen, ja, die dort ermitteln können. Ja, die Leute, die sie akquirieren. Das soll auf keinen Fall mit Frau Wayne. Das ist so teilweise richtig, ja. Sie wollen mich doch verarschen. Sie können doch nicht Leute von der Straße auflesen und die da reinbringen. Wissen Sie, was Meriwether ist? Das ist nicht richtig, Herr Lynch. Ich habe durchaus unabhängige Ermittler oder Sonderermittler, die für mich arbeiten. Ja, bin ich mir ziemlich sicher. Und die scheinen eine großartige Arbeit zu leisten. Wirklich großartig. Mein Gott, wenn Sie all diese Ressourcen nicht aufgebracht hätten, würde ich meinen, Sie... Das... Ja, diese Ressourcen sind gar nicht so groß, wie Sie das, glaube ich, denken. Ja, es ist ein DOA-Beamter aus dem Norden. Ja, es ist ein DOA-Beamter aus dem Norden, genau. Oder großartig. Okay, ich verstehe immer noch nicht. Also, was wollen Sie wissen? Es geht darum, diesen eventuellen Undercover-Einsatz geheim zu halten, weil Sie können, glaube ich, durchaus verstehen, dass das nicht herumgetragen werden soll. Sullivan, Sie können doch nicht unironisch vor mir sitzen vor 2 Tagen und sagen, dass es eine Diskrepanz in der Kommunikation gibt, weil die DOA nicht mit Ihnen redet und jetzt vor mir stehen und sagen, dass Ermittlungen zurückgehalten werden müssen. Herr das Lynch, kann nicht Ihr Ernst sein. Herr Lynch, ich finde, es ist immer noch ein Unterschied, ob ein Mitarbeiter aufgrund persönlicher Differenzen, die woher auch immer kommen, aber warum mit jemandem nicht zusammenarbeitet und die Zusammenarbeit massiv verweigert. Oder ob ich jemandem sage, reden Sie nicht darüber. Und das allgemein bekannt ist, dass ich das gesagt habe. Und wenn keiner auf mich zukommt und mir darüber spricht, ist das ein sehr großer Unterschied. Wenn vor Ihnen der Leiter der DOA Nord steht und sagt, warum hat einer meiner Mitarbeiter von Ihnen eine Anweisung bekommen, dass der nicht mit mir reden darf? Der Leiter der DOA Nord, scheißegal, ob Sie das mit Perkins, als Perkins gegangen sind, sollten Sie da hochgefahren sein und panisch versucht haben, den Leiter der DOA Nord zu erreichen. Ihre ehemaligen Anweisungen bezüglich der ehemaligen Leitung des Sheriff's Departments sind mir vollkommen egal. Sie haben das auch nicht mit mir besprochen. Sie haben mich nicht ins Bilde gesetzt. Ich kann Ihnen nicht mal Rückendeckung geben. Wir auch. Sie haben auf eigene Ermittlungsbasis gesagt, Sie gehen dahin. Sie haben sich jemanden geschnappt, haben denen gesagt, er darf mit niemandem reden, ein Officer. Sie haben übrigens den Kollegen Walker in eine ganz unangenehme Situation gebracht, der jetzt gerade seinem Deputy Sheriff erklären darf, warum er nicht mit den Kollegen spricht, obwohl er Ermittlungsergebnisse weitergeben muss und seinen direkten Vorgesetzten mit "Nee, darf ich nicht", hat Sullivan verboten, antwortet. Das erklären Sie den mal bitte. Das ist übrigens das, was ich meinte mit Vertrauensverlust. Irreparabel. Solche Aktionen können Sie nicht durchführen. Ohne Rückendeckung. Richter John wusste nicht Bescheid. Die hypothetischen Aussagen von Mr. Lynch, Burke. Das liegt in meiner... Sie müssen sich trotzdem rückzutun. Nein. Herr Sullivan, ich leite die Staatsanwaltschaft. Wissen Sie, was Ihr Job ist? Sie können Ermittlungen leiten, aber Sie entscheiden nicht, wem Sie diese Informationen geben. Unsere Beamten haben keine Entscheidung darüber zu treffen, welche Staatsanwälte welche Sachen übernehmen. Genau. Okay. Sie entscheiden nicht, welche Ermittlungen von welchen Beamten ausgeführt wird. No. Okay, Herr Lynch, akzeptiere ich so, wenn Sie das sagen.
Ich habe diesen Fall unverteilt und ist aber auch kein Leiter auf mich zugekommen und hat gesagt, dass das so nicht geht. Mister, also, ja, aber verstehen Sie das, Herr Lentsch? Wenn ich habe das getan. Ich hab gesagt, wie okay, soll denn jemand auf Sie zukommen, wenn Sie niemanden ins Bild setzen? Die Person, die Sie ins Bild gesetzt haben, ist nicht mehr Mitglied des Sheriff's Departments. Ja, richtig, weil die einen Tag vor Weihnachten ausgeschieden ist und ich nicht da war und alles hin und her. Ah, das war nicht ein Tag vor Weihnachten. Okay, es waren zwei. Entschuldigung. Es waren fünf. Nein, es waren zwei Tage vor Weihnachten, Herr Lentsch. Am 23. Hat am 20. Nein. Punkt ist. Punkt ist. War die Abschluss. Punkt ist. Die Person, auf die Sie sich berufen, ist nicht mehr Mitglied des Sheriff's Departments. Und es ist mir scheißegal, ob Sie keine Zeit haben oder nicht. Wenn das Ihre Rückendeckung war, dann ist sie davongesegelt Richtung Südamerika. Und wenn Sie sonst niemanden ins Bild setzen, was Sie nicht getan haben, und Sie hatten dafür Zeit, Feiertage hin oder her, wir haben den 4.1. und ich war am 2.1. in Ihrem Büro. Erzählen Sie mir doch nicht so einen Blödsinn. Ich war doch hier. Sie hätten sagen können, richtig, Hawkins, ja, gehen Sie kurz mal raus. Ich muss mit dem Chief was kurz klären. Sie haben das nicht getan. Ja, weil es zu diesem Zeitpunkt nichts mehr zu klären gab, weil die komplette Aktion gestorben ist. Aber Sie müssen, Sie können sich anscheinend nicht in die Konsequenzen Ihres Handelns hineinversetzen. Die Konsequenzen Ihres Handelns ist, dass wir einen DOA-Mitarbeiter im Norden haben. Diesen DOA ist gerade schlecht. Verzeihung, ich soll das hier weitergeben. Lassen Sie sich absolut nicht stören. Ist das Frau Dark? Ja, richtig. In Mafia-Kluft sehen Sie aber irgendwie interessant aus, hat man mir gesagt. Ja, das ist schön, dass das Sie auch erreicht hat. Aber Sie fangen jetzt ja auch Unterstellungen an, die... Sollen wir Herr Walker anrufen? Sicher. Der war doch dabei, oder nicht? Der andere Mafia. Entschuldigen Sie jetzt gerade Frau Dark, dass sie in einer Mafia ist? Oder wie das nee, ist, dass sie sich als jemanden ausgibt, um jemanden zu warnen. Oder? So war's doch. Nein, tatsächlich war die Problematik die, dass eine Zeugin völlig verängstigt davon ausging, dass ich Teil einer Mafia sei. Und dann haben sie sich als jemanden ausgegeben, um das Ganze in einer absurden Idee von Zeugenschutz. Aber Frau Dark, verschwinden Sie. Sie sind ein anderes Thema zu einem späteren Zeitpunkt. Übergeben Sie, was Sie übergeben wollen und demnächst holen Sie Kaffee. Ja, das habe ich gerade getan. Ich würde Ihnen auch einen anbieten wollen, aber da Sie mich so unhöflich unterbrochen haben, lasse ich das. Einen verschwinden Sie. Wo war ich stehen geblieben? Kaffee also, ja? Wenn das die Qualifikation ist, um Staatsanwältin zu werden, denke ich, würden Sie ein bisschen mehr Personal haben, oder? Ich wähle meine Mitarbeiter schon sehr gut nach Qualifikation aus, Herr Lentsch. Ja, je nachdem, ob die ihre ironischen Untertöne verstehen. Ja. Großartig. Wenn ich so meine Mitarbeiter auswählen würde, sage ich Ihnen ganz ehrlich, dann würde mir mein Laden genauso laufen wie Ihr beschissener Laden. Also ich finde die Staatsanwaltschaft vielleicht eigentlich sehr gut. Ja, fantastisch. Darum steht auch ein Richter hier. Also... Herr John, haben Sie was an der Staatsanwaltschaft auszusetzen bis dato? Ich glaube, an der gesamten Kommunikation habe ich was auszusetzen und an der Art und Weise, wie Sie in diesem Fall vorgegangen sind. Und zwar an der maßgeblich zu beteiligen Person vorbei. Und zwar haben Sie, wenn auch Ihrer Meinung nach ironisch, und ich kann Ihnen versichern, es kam bei Miss Vane nicht ironisch an, denn die wusste überhaupt gar nicht, wo ihr der Kopf steht und hat sich bei mir Rat geholt, wie sie sich verhalten soll. Und ist daraufhin am nächsten Tag zu Ihnen gegangen und hat dann, naja, meinen Rat befolgt, weil das eigentlich auch Ihr Weg war. Und zwar, Ihnen das direkt zu sagen, dass sie das nicht machen kann und dass sie möchte, dass Herr Lentsch dort informiert ist. Ja, und das, gesagt, was Sie gemacht haben, akzeptiert. Ja, Sie haben es akzeptiert, aber das, was Sie gemacht haben, Sie haben dann das Gespräch mit Herrn Hawkins gesucht und Herr Hawkins hat Ihnen das Gleiche gesagt. Und selbst dann sind sie nicht zu Herrn Lentsch gegangen, sondern hatten dann hier vor zwei Tagen ein Gespräch und haben ihm das selbst da noch nicht gesagt. Und richtig, das finde ich problematisch, Herr Sullivan. Es liegt einfach nur daran, dass ich dieses Gespräch nicht geführt habe, weil eben dieses Vorhaben nicht mehr existent ist. Diese Planung. Und es gibt immer noch ein Vorhaben, denn sie wollten immer noch Informationen zurückhalten. Herr Walker durfte ja immer noch nicht mit Herrn Brubaker reden, denn vorgestern... Das durfte er heute tun. Vorgestern fand ein großes Aussprechen statt, wo mehrere Personen beteiligt waren, wo alles auf den Tisch sollte. Und selbst da haben sie dafür geworben, dass man mehr Transparenz haben soll. Aber sie selber wollen nicht transparent sein. Sie lassen ihre Informationen und die Ermittlungen nur bei ihrem ausgewählten DOA-Mitarbeiter von DOA Nord laufen. Und selbst in diesem Gespräch, und sie wurden darauf angesprochen, von dem Leiter der DOA Nord,
dass er das für sehr bedenklich hält. Richtig. Und er die Informationen haben möchte. Und selbst da, richtig, in dieser Runde, haben sie das, wo alle Leute, die da waren, die wussten von dieser Sache. Oder selbst wenn sie es nicht gewusst hätten, alle Leute, die da waren, hätten es verdient gehabt, diese Informationen alle zu haben, denn diese haben alle an den Fall gearbeitet. Und wenn sie irgendwelche Bedenken haben gegen irgendwelche Leute, die dort unten sind, dann sollten sie sich überlegen, ob sie an der richtigen Stelle sitzen, Herr Sullivan. Denn eins ist klar, sie müssen mit diesen Leuten Vorlieb nehmen, solange die nicht anders besetzt werden. Zum Teil von Ihnen, zum Teil von Herrn Lensch. Und entweder das finden sie sich damit ab, mit denen zu arbeiten, und sie arbeiten mit denen, oder sie müssen sich wirklich Gedanken machen, ob das die richtige Position ist für sie. Das ist richtig, Herr John. Ich wollte nur gestern nicht den kompletten Fall am offenen Tisch, wo alle da sind, aufrollen. Ich habe mit Herrn Brubaker geredet. Ich habe gesagt, okay, wir machen das heute, weil es spät war. Und das aber war wieso sollten Sie das nicht tun? Warum denn nicht? Sie haben mir vor 2 Tagen eine Rede gehalten darüber, dass Staatsanwälten es nicht, dass Frau Dark nicht vorenthalten werden darf auf Basis eines Bauchgefühls. Auf Basis der Tatsache, dass irgendjemand sagt, irgendwer kann irgendwem nicht vertrauen. Und jetzt sitzen Sie hier oder stehen und nehmen dieselbe Position an oder eine ähnliche Position, weil die Leute, die vor Ort waren, das waren doch keine Zivilisten. Das waren Staatsanwälte, das waren Beamte. Das ist richtig, ja. Und das waren nur Beteiligte dort, ja? Also eigentlich, also sagen wir nicht Beteiligte, weil sie es nicht wollten, dass die beteiligt werden, aber diejenigen hätten es normalerweise alle wissen müssen. Ja, man hätte eventuell alle über den Kenntnisstand informieren können, ja? Nee, nicht eventuell können, man hätte, was? Das ist falsch. Sie hätten alle über diesen Ermittlungsstand informieren müssen. Gerade an dem Punkt, an dem Ihnen ein Beamter der Leitung der DOA Nord gegenüber sagt, Mr. Sullivan, wenn wir hier von Transparenz sprechen, Herr Brubaker hat es Ihnen gesagt, dann muss ich auch bitten, dass wir endlich die Informationen haben, die Sie zurückhalten lassen. Und wenn Sie sich dann in Ausreden verzweigen, weil Sie den Leuten, die anwesend sind, das nicht geben wollen, obwohl das alle berechtigte Personalien sind, dann gibt es dafür hoffentlich einen guten Grund, anstelle der Tatsache, dass das Ihr Bauchgefühl sagt. Es ging einzig und allein darum, nochmal diesen kompletten Fall nochmal zu besprechen, um ihn dann offenzulegen. Aber Sie wollten doch das Offenlegen erst noch besprechen, ob Sie das überhaupt machen wollen. Es fand doch danach ein Gespräch mit Miss Dark und Herrn Walker nochmal statt, um sich zu besprechen, ob man das offenlegt oder nicht. Nee, da ging es doch mal darum, um den kompletten Fall nochmal durchzusprechen, um was es da geht. Wieso wollen Sie den Fall denn nochmal durchsprechen? Sie haben mir das doch gerade dargelegt. Ist das nicht korrekt, was Sie mir gerade gesagt haben? Doch, Herr Lensch, aber ich bin zwar dort mit involviert, aber ich habe nicht alles gerade hier auf dem DIN A4-Zettel neben mir liegen. Ja, aber perfekt. Es war doch perfekt die Gelegenheit. Sie hatten alle Leute da, die daran beteiligt waren. Sie hatten alle da bei dieser Besprechung, wo meines Wissens nach Sie waren, Miss Vane war, Herr Brubaker war, Herr Walker war, Mr. Lüg, Herr Castle war, Herr Lüg war da, Miss Dark war da, alle waren da. Und da war doch die perfekte Gelegenheit, um alle Informationen auf den Tisch zu legen. Aber Sie haben die nicht genutzt. Sie wollten die Informationen zurückhalten und sich erst besprechen. Also, welchen Grund gibt es dafür, das nicht zu tun? Ja, warum? Es waren alle da, mit denen man das hätte besprechen können. Sie verstehen nicht ganz. Frau Dark und Herr Walker, waren die vor Ort? Ja, die sollen vor Ort gewesen sein. Ja, dann waren doch alle da, mit denen man das hätte besprechen können. Alles, was Sie nicht wissen, hätten die ja beitragen können. Dann hätte Herr Castle seine Sachen beitragen können und Herr Brubaker hätte den aktuellen Stand gehabt und alles wäre fein gewesen. Aber Sie blocken das ab, predigen, Sie möchten Transparenz von der DOA haben, aber Sie selber blocken das ab, diese Transparenz, weil Sie der Meinung sind, dass man einigen Leuten das nicht sagen kann. Aber wenn Sie es, entschuldigen Sie, wenn Sie es einem DOA-Leiter nicht sagen können, ja, dann weiß ich nicht, ob Sie überhaupt mit jemandem reden. Und das ist nicht der richtige Weg, Herr Sullivan. Und wenn Sie selbst mit dem DOA-Leiter nicht reden möchten, dann haben Sie sich zumindest an den Leiter des Departments zu wenden. Und das wäre Herr Hawkins und Herr Huckleberry. Und wenn die das nicht haben... Sie entscheiden nicht, wer das macht. Sie entscheiden nicht, wer Ihnen als Ermittler hingestellt wird. Sie haben sich für Herrn Walker entschieden. Das entscheiden Sie nicht. Das entscheidet Herr Hawkins, wen er Ihnen zur Verfügung stellt. Und wenn es Herr Brubaker ist, dann nehmen Sie mit Herrn Brubaker Vorlieb. Ja, dessen bin ich mir auch bewusst. Gut. Herr Walker war halt von Anfang an in diesem Fall involviert.
Und er wurde nicht gesagt, dass er das nicht machen darf. Sie haben aber auch Herr Walker gesagt, er darf mit keinem drüber sprechen. Und damit bringen Sie Herr Walker in eine missliche Lage, genauso wie Sie Miss Vane in eine missliche Lage gebracht haben. Er hat mit seinem Vorgesetzten drüber gesprochen und er hat ihm das nicht gesagt, genau eben wegen der Situation, die Sie geschaffen haben, Sullivan. Sie haben diese Situation kreiert und das, was als Konsequenz herauskommt, fällt Ihnen logischerweise auf die Füße. Wenn Sie einem Beamten, irgendeinem DOA-Beamten sagen, Sie geben ihm das mit und er hat dann ein Reglement, an das er sich halten muss und die Umstände seiner Anstellung oder der Vorgesetzten verändern sich und er weiß nicht, wie er damit umgehen kann, weil er nun mal von Ihnen diesbezüglich einmal gebrieft wurde oder zweimal, dann schafft er sich ein Problem auf Basis Ihrer Involvierung. Und das liegt dann weder an dem Beamten, ich kann die Situation von Walker, ist absolut absurd. Da kommt ein District Attorney zu ihm und er sagt ihm, sprich mit niemandem außer Perkins. Perkins segelt nach Südamerika und dann kommt jemand, der das logischerweise ersetzt, der ins Bild gesetzt werden will, der weiß aber nichts. Und der Vorgesetzte von ihm, der sich logischerweise ändert, weil der kommissionarische DOA-Leitung, bitte, kommissionarische DOA, wenn ich das schon höre, kriege ich schon, rollen sich mir die Fußnägel hoch. Der kommt dann zu ihm und sagt, bitte instruier mich. Nee, kann ich nicht. Sullivan hat gesagt, nein, sprich bitte mit dem. Und dann spricht er mit ihm. Alle sind hier in einem Raum und sie blocken immer noch ab. Und sie können auch nicht erwarten, dass der Herr Walker dann zu diesem Herrn Brubaker geht und sagt, hör mal zu, du bist mein Leiter hier, aber ich darf dir nicht sagen, worin ich gerade ermittle. Weil Herr Sullivan hat das gesagt. Der wird tunlichst das überhaupt gar nicht sagen. Und Herr Brubaker kann nicht zu ihm kommen, weil er gar nicht weiß, dass der Herr Walker irgendwelche Ermittlungen durchführen soll, die für sie sind. Und das hat Herr Walker doch kommuniziert. Ja, aber das hat er dann kommuniziert. Aber gehen wir mal von dem, ich möchte Ihnen klar machen, dass Sie derjenige sind, der diese Informationen hätte weitertragen müssen an Hawkins und an Brubaker und nicht Walker derjenige ist. Brubaker weiß unter Umständen nichts von Ermittlungen. Wenn Walker befolgt, was Sie sagen, dann spricht er überhaupt gar nicht mit Brubaker darüber. Naja, also die Ermittlungen, dass wir dort ermitteln und in was wir ermitteln, ist ja allgemein bekannt. Bei allen DOA-Mitarbeitern. Also, Sullivan. Also ich verstehe, dass Sie sagen, ja, gestern hätte man dort reinen Tisch machen können. Ja. Müssen. Ich habe mich eben dazu entschieden, dass wir den ganzen Fall nochmal zusammenfassen und das heute besprechen, weil es gestern, wie gesagt, fortgeschrittene Zeit war. Herr Lüg und Herr Castle wollten auch die ganze Zeit los, haben gemeint, ja, wir haben ja da nichts mit dem Fall zu tun, dann lassen wir euch alleine und tschüss. So nach dem Motto, ja. Von dem habe ich mich dann eben entschieden, dass wir das alles in Ruhe heute machen. Okay, war dann vielleicht ein Fehler, weil das dann der falsche Zeitpunkt ist. Aber Sie haben das nicht alles in Ruhe gemacht. Sie haben heute wieder nur einen dazu eingeladen, das Team wieder einzuerzählen. Sie haben mit Ihren drei Freunden darüber gesprochen oder zwei Freunden darüber gesprochen, was die Information ist, die Sie weitergeben. Sie haben niemand ins Bild gesetzt. Und Sie hätten auch selektiv wieder nur jemanden ins Bild gesetzt. Aber die Umstände lassen das nicht zu. Nee, das Problem ist, ich hätte die DOA Nord in Kenntnis gesetzt, weil die DOA Süd gestern nämlich gesagt hat, ja, ist uns egal, wir haben ja nichts mehr damit zu tun, besprecht das unter euch und dann sind die gegangen. Ach. Und das war dieser Wortlaut, Herr Lynch. Ja, okay. Weil, und deswegen sind die gegangen und haben gesagt, ja, wir lassen euch allein, ihr klärt das unter euch. Und dann sind die weg gewesen. Und deswegen habe ich dann gesagt zu Herrn Brubaker, alles klar, wir klären das morgen in Ruhe und dann werden sie ins Bild gesetzt, wir raffen nochmal alles zusammen. Und dann ermitteln wir dort. Ich möchte Sie nochmal daran erinnern, dass Sie gerade das Narrativ geändert haben und die DOA Süd jetzt dafür verantwortlich ist. Sie haben gerade das Narrativ geändert. Und es ist nur, warum ich die DOA Süd nicht eingeladen habe zu diesem Gespräch. Gut. Das war der Hauptgrund dafür. Für mich, also Sullivan, ich sage Ihnen ganz ehrlich, Gott bewahre Sie, Gott bewahre und Gott schütze Amerika, jetzt alles zusammen. Sie können sehr froh sein, dass ich nicht darüber entscheide, was Sie machen und was nicht. Wirklich. Aber, und das möchte ich Ihnen ganz offen sagen, weil ich nicht so jemand bin, der hintenrum irgendwas erzählt. Das ist bei Ihnen ein bisschen anders. Aber ich werde mich sehr intensiv dafür einsetzen, dass Sie die Konsequenzen Ihres Handelns tragen. Denn das, was Sie hier abziehen,
Das geht nicht. Nicht in der Position, in der sie sind. Das funktioniert nicht. Sie sind ein Vorbild für alle Staatsanwälte. Sie weisen die ein, sie nehmen die zu sich und sie geben denen was weiß ich mit. Aber mit so einer Art und Weise auf keinen Fall. Ich will, dass sie das wissen. Ich will, dass sie wissen, dass jedes Wort, das in diesem Zusammenhang von mir gesprochen wird, diese Wörter sind, die ich ihnen gerade entgegengebracht habe. Vollkommen offen und transparent. So wie sie das von der Polizei erwarten. Das alle, wenn sie wissen, morgen ist der Chief Justice da. Das Ganze wird der Chief Justice erfahren. Jetzt, ja. Ja, morgen wird ja eine Vereidigung stattfinden. Der Chief Justice wird daran teilnehmen. Dort werde ich ihn darüber ins Bild setzen. Er wird mit Sicherheit ein Gespräch mit Ihnen führen werden wollen, mit mir vermutlich und mit Herrn Lentsch. Und da rate ich Ihnen, bereiten Sie sich gut darauf vor. Wie viel Uhr ist das denn morgen? Wir haben die Vereidigung 21 Uhr. Es wird demnach entsprechend später stattfinden. Also, ich gehe davon aus, deutlich später. Okay. Ja, ich muss schauen. Ich kann Ihnen tatsächlich nicht sagen, ob ich morgen da bin. Weil eigentlich wollte ich morgen nicht da sein, weil ich über ein verlängertes Wochenende verreisen wollte. Ja? Das muss ich morgen spontan leider machen. Okay, ansonsten werde ich Herrn Burke da einen Abriss geben und werde mir anhören, was er dazu sagt. Ja, also ich versuche mal, wenn das sehr spät ist, ich muss schauen. Ich kann es Ihnen jetzt zu diesem Zeitpunkt halt nicht 100% zusagen. Wenn ich das nicht kann, möchte ich das auch nicht, ja? Nee, da ist es ja auch in Ordnung dann. Nur damit Sie Bescheid wissen. Ich werde es versuchen. Wann würde das denn bei Ihnen klappen, wenn? Also normalerweise bin ich ja erst ab 21 Uhr, kurz nach 21 Uhr da, das wissen Sie ja. Ja. Da dort die Vereidigung ist. Ja gut, wie lange dauert die Vereidigung? Das ist eine Rede von Burke. Es ist noch mal kurz was von mir. Das wird 15 Minuten dauern. 15. Ah, okay. Ja gut, weil wir 21:30 oder so müsste dann hinhauen. Da müssen wir gucken, wie lange das geht. Wie gesagt, ich kann es halt nicht hundertprozentig versprechen. Weil da muss ich noch mal was umlegen. Ja gut, ansonsten werde ich Herrn Burke darüber informieren. Ist halt so. Ja, ist halt einfach sonst so. Ja, habe ich Pech gehabt. Ja gut, also Sie werden in jedem Fall ja noch angehört. Ja, natürlich, aber dass wir das dann nicht morgen geht, das ist halt dann so. Ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, das, was ich Herrn Burke vorschlagen werde in der Sache ist, oder ihm mitteilen werde, was ich aus dieser ganzen Sache hier im Großteil mitnehme, ist einmal, dass Sie hier Transparenz fordern, dass Sie Vertrauen fordern und das selber nicht bringen. Und ich möchte Ihnen wirklich nahelegen, Sie sind nicht derjenige, der entscheidet, wer Ihnen zur Verfügung gestellt wird als DOA-Mitarbeiter. Wenn es brisante Informationen sind, leiten Sie die an Huckleberry oder an den Hawkins weiter. Denn dann halten die den Kopf dafür hin, was mit diesen Informationen passiert. Ja? Sie können sich aussuchen, welcher Staatsanwalt dann diese Ermittlung leitet, der diese Informationen erhält. Von dem Personal, was ihm vom PD oder vom SD zur Verfügung gestellt wird. Das können Sie sich aussuchen. Und in der Regel würde ich behaupten, das ist Ihre Aufgabe, Herr Sullivan. Sie sind derjenige, der diese Informationen, diese hochbrisanten Informationen bekommen muss und das dann an die entsprechenden Staatsanwälte weitergibt. Und das haben Sie bisher anscheinend nicht so getan, wie es sein soll. Das ist jetzt gerade mein Fazit aus der Sache. Teilweise also wenn Sie das selber nicht schaffen, dann müssen Sie sich jemanden holen, der das macht. Oder Sie haben jemanden. Ja, das war tatsächlich auch in der Planung, dass wir eine Stelle schaffen, die ausschließlich mit der DOA kommuniziert, um die Kommunikation zu verbessern. Das ist halt letzten Endes ein Staatsanwalt. Und ich rate Ihnen, Herr Sullivan, überlegen Sie sich sehr, sehr gut, wen Sie da holen. Ja, das Weiteren, was die Ermittlungen anbelangt, jetzt in diesen zwei oder drei Fällen. Wie gesagt, Sie kriegen das Personal zugeteilt, wer dort ermittelt. Und wenn Herr Lentsch sagt, Herr Walker wird da nicht mehr ermitteln, sondern das wird Herr Brubaker machen oder das wird Herr Castle machen oder Herr Lück machen, dann ist das so und dann akzeptieren Sie das so. Ja, absolut. Wie okay, gesagt, dann sind wir da ja klar. Auch nicht das Problem. Wie gesagt, es hat halt nur keiner, ist auf mich zugekommen, hat Herr Walker abgezogen.
Aber wer soll es denn abziehen? Wusste ja auch niemand Bescheid, dass er da drin ist. Ja gut, Hawkins und Perkins wussten das, ja. Wenn Sie noch einmal Perkins, wenn Sie Perkins noch einmal erwähnen, ohne, glauben Sie mir, Sie wollen mir nicht die Bürde auferlegen, hier einen Anruf statt über Satellitentelefon stattfinden zu lassen, den Mann von seiner Yacht runterzuholen, hierher zu schleifen und Ihre dämlichen Lügen zu entlarven. Wir lassen Sie lieber auf dem Segelboot. Er hat sich's verdient. Gut, und da es ja anscheinend immer noch irgendwelche Diskrepanzen zwischen Miss Stark und Mr. Castle gibt. Ich weiß nicht, wen Sie jetzt da zukünftig sehen, Herr Lensch. Ich denke, das werden Sie besprechen, wer da die Ermittlungen jetzt führen wird. Und dementsprechend sollten Sie auch, Herr Sullivan, stark überlegen, wer diese Ermittlungen weiterführt. Denn ich habe mir Akten von Miss Stark angesehen. Und ich glaube, die ist zu sehr involviert in diese Ermittlungen. Denn die hat irgendwie zwei Seiten offene Akten. Und die macht irgendwelche Strafbefehle mit Urteilen, also mit Strafbefehlen, wo sie nicht mal die Paragraphen mit reinschreibt. Ein Raubüberfall von einem Shop mit anschließender Fahrerflucht und da verhängt sie eine Strafe von $15,000 und schreibt nicht mal die Paragraphen rein, um die es geht. Ich habe einfach mal Herrn Beck gegenchecken lassen, wie sonst die Strafen so sind. Wir bewegen uns dabei 3.000 bis 5.000 bis 7.000. Und wenn dann noch der Vorwurf kommt, dass diese 15.000 entstanden sind dadurch, dass dieser Tatverdächtige in den Zellen sie beleidigt hat und sie dann erstmal weggegangen ist, sich einen Kaffee geholt hat, wiedergekommen ist und aufgrund der Beleidigung hat sie dann einfach mal gesagt, okay, naja, machen wir 15.000. Dafür gibt es keine Zeugen, das wurde vorgebracht. Bei den vergangenen Strafmaßen, die da so sind, wie gesagt, wir haben Akten angeguckt. Wir reden dabei 5.000, 6.000, 7.000. Gut, der hat ein bisschen mehr auf dem Cap als... Ich habe auch einen gesehen, ein Mickey Boos oder so, der hat 18.000 bekommen per Strafbefehl. Okay, aber das ist ein Ausreißer. 50 Akten. Das ist ein Ausreißer. Aber wenn ich dann sowas sehe, dann glaube ich, dass Miss Stark ganz andere Sorgen hat. Dann sollte sie sich vielleicht erstmal darum kümmern, dass sie ihre Akten vernünftig führt und ihre anderen Fälle abarbeitet, anstatt sich in irgendwelche tiefen Ermittlungen zu stürzen. Denn vorhin gerade bei der Geiselnahme oder bei dieser Nötigung, was auch immer hier stattgefunden hat, hat sie sich gerade noch beklagt, dass sie mit den Akten nicht vorankommt. Also überlegen Sie sich gut, ob Sie da Miss Stark immer noch weiterhin involvieren oder ob Sie das nicht jemand anders geben. Ja? Ja, das schaue ich mir auf alle Fälle an. Was die Akten. Er sagt, ich würde mir das nicht nur anschauen, überlegen Sie sich das sehr gut. Ja, wenn wir dann halt wissen, wem wir die Ermittlungen dann übertragen. Ja, wir reden von Transparenz, dann sollen die das weitergeben. Ja, richtig, deswegen sage ich ja, ich muss aber nur wissen, wer jetzt das übernehmen soll dann. Na, das ist Ihre Aufgabe, Herr Sullivan. Das wird mir doch vom PD zugewiesen jetzt, oder nicht? Nein, welcher Staatsanwalt das weitermachen soll? Ja, es geht ja darum, dann zu sagen, okay, wenn das zum Beispiel Herr Castle nimmt, dass wir vielleicht Dark und Castle nicht zusammenstecken. Na gut, Herr Lynch, dann beauftragen Sie doch bitte Herrn Castle damit. Herr Castle ist ab sofort damit beauftragt. Na, wunderbar. Gut. Ich glaube, das ist nicht so gut, wenn Herr Castle mit Miss Dark zusammenarbeitet, Herr Sullivan. Nee, dann werde ich jetzt gucken, wer, mit wem das am besten passt, und dann werde ich Ihnen den Fall zuweisen. Diesbezüglich sind sehr viele Staatsanwälte, die, glaube ich, gerade frei sind dafür. Diesbezüglich kann ich Ihnen sagen, dass die Zusammenarbeit zwischen DOA Nord und DOA Süd in der Aufdeckung ihrer merkwürdigen Fäden, die sie hier gesponnen haben, äußerst gut funktioniert hat. Denn was bei denen relativ klar ist, ist, dass der Bullshit, den sie hier veranstalten, dass die darauf keinen Bock haben. Gemeinschaftlich. Also kann man ihnen zumindest sagen, dass sie ein bisschen zum Teambuilding beigetragen haben. Ja, auch was Positives. Und das mit der Mafia höre ich gerade übrigens zum ersten Mal. Ne? Wenn sich ihre Staatsanwälte als Mafia-Mitarbeiter ausgeben oder Mitarbeiter, sage ich schon, als irgendeine Mafia-Organisation ausgeben, dann finde ich das sehr, sehr fragwürdig. Ja, das müssen wir noch mal, das muss ich mir auch nochmal anhören. Ja, besonders im Zusammenhang mit einer merkwürdigen Attitüde bezüglich des Zeugenschutzes. Reden wir Zeugenschutz, Zeugenschutz oder eher eine Sicherheit? Nein, die einfache Art und Weise, selber zu sagen, wir übernehmen den Zeugenschutz jetzt einfach mal und den machen wir am effizientesten, indem wir uns als Mitglieder einer bestimmten Organisation ausgeben, um da gewisse Dinge klarzustellen. Okay, Sie meinen aber damit die Sicherheitsverwahrung einer Person. Und weil Zeugenschutz ist, bedeutet, dass wir sie ins Zeugenschutzprogramm aufnehmen, sie einen Ausweis bekommt etc.? Ja, das meine ich damit. Was aber damit gemacht wurde, ist was ganz anderes. Okay. Na gut, das muss ich mir anhören, das weiß ich nicht, was da gelaufen ist.
Sie haben ja jetzt erstmal Urlaub. So wie es sich anhört. Ja, wird sich dann morgen entscheiden. Müssen wir gucken. Ne? Für heute reicht, denke ich. Für heute reicht. Okay. Ich habe nichts weiter. Richter, haben Sie noch was? Ist er John? Ja, Entschuldigung. Okay. Mich haben die Sirenen abgelenkt. Ich hatte schon wieder ein bisschen Angst, dass wir hier schon wieder Opfer von irgendeiner Nötigung oder irgendeiner Freiheitsberaubung werden. Ja, da wird man als Beamter konditioniert, sich von Sirenen nicht mehr ablenken zu lassen. Ja gut, das ist Ihr Vorteil. Ne? Ich zuck da immer leicht zusammen. Herr Sullivan, Ihnen ist klar, was ich damit sagen will, ja? Wenn Herr Castle jetzt diese Ermittlung leitet, ziehen Sie da die Dark ab. Ja, das habe ich schon verstanden. Gut, das ist auch keine Frage, ja? Gut. Nee, ich muss jetzt nur gucken, welcher Staatsanwalt kaputt ist. Ist mir egal, irgendein anderer. Ja, das ist mir klar. Wenn Sie es selber machen. Ich muss es trotzdem verteilen. Da geht es ja nicht darum, dass heute sofort irgendwie Angriffe gemacht werden müssen. Es geht nur um die Delegation. Nein, aber es geht trotzdem darum, dass die Informationen dennoch dann heute, denke ich mal, weitergegeben werden sollten. Da das ja eh für heute geplant war, ja? Damit das dann nicht noch länger ausartet. Ich denke, es kommt jetzt hier nicht mehr auf ein, zwei Tage an. Wenn Sie jetzt überschwängliche Entscheidungen treffen und den nächsten Fehler machen, dann ist das eventuell nichts Produktives. Ich kann sagen, Castle kann die Ermittlungen übernehmen, weil ich weiß, dass es ein guter Mann ist. Der kann das einfach. Außerdem hängt er bei Regan eh drin. Ich weiß, der ist ja in der Mordbeauftragte. Und wenn Sie ihm die Informationen geben, beziehungsweise wenn der von Ihnen delegierte Staatsanwalt ihm die Informationen gibt bezüglich der Sachen, die er noch braucht für die weitere Involvierung und seinen dritten, und er vielleicht eine Fremdeinschätzung hat und sagt, das halte ich nicht für realistisch und das für realistisch, dann profitiert diese Ermittlung auch davon. Richtig. Wobei ich es wahrscheinlich für schlauer halten würde, dass Herr Walker Herrn Kessel genau. Vollumfänglich das mit werden wir, und das nicht werden wir, nicht Vortrag. Das werden wir fahren lassen. Oder ich. Ja. Aber das ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, nun gut, also der Miss Stark können Sie durchaus sagen, dass Sie alle natürlich Sachen... Sie muss natürlich zur Kooperation, ja, aber das grundlegende, umfängliche Briefing kann ja erstmal Herr Walker übernehmen, der hat ja alle Informationen und Frau Dark kann dann noch zuarbeiten, damit der Kontakt zwischen den beiden jetzt vielleicht erstmal nicht so intensiv und eng ist, ja? Die braucht auch nichts weiter zuarbeiten, die soll aus dem Fall raus, die soll einfach nur ihr Wissen weitergeben. Die Informationen, die sie jetzt hat, das redet. Genau. Die Informationen gibt sie weiter an Castle. Genau. Und dann ist das gut. Und sie bestimmen einen anderen Staatsanwalt und fertig. Als Ansprechpartner, wenn noch irgendwas sein sollte, zur Verfügung stehen in diesem Fall. Korrekt. Wenn er weitere Informationen braucht, nochmal Nachfragen hat, genauere Details braucht oder sowas. Ich kann Ihnen sagen, die DOA-Mitarbeiter sind da nicht so selektiv in ihrer Wahrnehmung. Die werden mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und das gemeinsam lösen. Ja, super. Gut. Haben Sie dann noch irgendeine Frage, Herr Sullivan? Ansonsten sind wir, glaube ich, fertig. Nein. Herr Lensch, haben Sie noch irgendwas zu sagen? Nein. Gut. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, ja? Ja, krass. Uff. Kommen Sie mal mit raus, ich muss eine rauchen. Ach ja, ich rauche auch eine.